So I have three dreams or nightmare? With you. Soll ich immer Leon oder Lion? Leon. Leon. Ludwig, Emil, Otto, Nordpol. Wenn wir das Nano-Alphabet machen wollen. Das E-Mail betonen. Oh, entschuldige bitte, dass dir meine Art und Weise, wie ich spreche, nicht passt. Das tut mir leid. Ich fühle mich aber angesprochen. Hä, wieso? Du heißt doch nicht Lion. Du heißt Lion? Ich habe hier ein Poturum. Thorsten, ich kann hier nicht weitergehen. Der Weg ist versperrt. Kerum. Ich habe hier ein Poturum. Warte mal, schaffe ich den? Okay, Moment. Wie schaffe ich den, ja? Zieht ihm überhaupt was ab? Es könnte jetzt ein bisschen dauern. Eventuell. Naja. Halt deutsch ausgesprochen. Lion. Lima Echo Oscar November. Ja, das könnte man auch sagen. Ja, kriegst meine Power. Na gut, ich glaube, es ist noch im Rahmen. Es wird ein bisschen dauern, aber ich glaube, wir kriegen das schnell gewuppt, das Ding. Du bist das Böse, der Schrecken, der die Nacht durchflattert? Was? Wieso? Das Böse streamt wieder. Was? Ich bin doch voll nett, Lynn. Also zu dir bin ich immer nett. Es sind keine Ziegen in der Nähe. Ich habe keinen Speer in der Hand. Ich weiß gar nicht, was du hörst. Quasi wie Leon ausgesprochen, bloß halt mit einem I. Deswegen bin ich auch immer hier. Sehr verwirrt, wenn du ein E in Leon zu sehr wie I aussprichst. Ich hab's ganz schön mit A in einem, in einem Namen. Also wenn ich zum Beispiel Alexander sage oder Anne oder Anna, dann spreche ich das A immer zu lange. Sorry, ich bin nicht perfekt, but it's me. Wusste ich gar nicht, dass er. Na, weg hier. Aua. Aua. Ach, ich hasse Poturum. Perfekt musst du auch nicht sein, würdest du mal erwähnen? Ja, wusste ich nicht, ehrlich nicht. Naja, das ist die Gebietsquest nebenbei auch schon fast abgeschlossen, nicht so? Jetzt hoffe ich, dass der Boy hier wenigstens irgendwas hat für mich. Keine Pets draußen? Doch. Hä? Brauchen eh einen Dark Griffin Season Pass. Echt? Ja, perfekt. Ich hab das mal erledigt, ja. Hast du ja auch zufällig gerade ein Produkt? Ich hab den Poturum hier bestimmt seit... Ungelogen, bestimmt seit 3 Monaten oder so. Ich habe den ja einfach immer stehen lassen. Also alle anderen Bosse habe ich immer gemacht, aber den habe ich ausgelassen, weil ich keinen Bock auf den hatte.
Da. Kiste des heulenden Toten. Sieht die so anders aus? Haben die die überarbeitet? Und ich habe einen schmutzigen Crescent bekommen. Aufmachen? Okay. Dreck. Lass nicht drüber rein. Basibel. Ich finde aber die BMC-Überarbeitung ziemlich nice. Da sehen einige Steinchen jetzt ziemlich fresh aus. Ich würde die Gebietsquest hier fix mitnehmen, by the way. Wenn nichts dagegen hast. Ist mein Duo, den ich kaputt machen kann? Willst du da langlaufen oder? Okay. Alles klar. Hab nun für all meine Charaktere die schwarze Leopardenrüstung gebastelt. Hast du jetzt den Fehler mit den Talentverstärkungen noch geregelt bekommen? Ja, ne? Was hattest du, glaube ich, noch geschrieben? Aber Vulkan, du bist halt auch schon so früh da, ne? Sonst bist du ja immer erst auf dem Abend da. Hast du eine andere Schicht diese Woche? Und den werde ich hier von deinen 500.000 Follower nicht frei. Ja, als ob ich 500.000 Follower hätte, ey. Ich hätte viel mehr, aber durch diesen geilen Twitch-Fehler, den es vor. Was ist das jetzt her? Ein Jahr? Anderthalb Jahre? Gab. Muss ich ja übel viel wieder aufbauen. Richtig nervig. Aber 500.000 sind es nicht. Okay, nur ein bisschen später. Ich bin gerade etwas konzentriert hier. Achso, ich habe einen Kackwächter. Boah, wisst ihr noch, als es den neuen Crescent-Spot gegeben hat? Und wir alle den neuen Crescent-Spot gegrindet haben, weil wir. Weil du da ja die größere Chance hattest auf Crescent? Jesus. Ich glaube, den kennen viele neue Spieler nicht mal. Weil du den gar nicht mehr brauchst, den Crescent, so wirklich. Das war noch vergleichbares Money, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel der Wert war damals. Oh, da hatte ich aber auch nice Fights an dem Spot oben. Das Griefen war da oben sehr, sehr ekelhaft. Das Plateau, genau. Ja, das Plateau gibt's ja jetzt auch noch. Aber das kennen viele ja gar nicht. 6 Ringe pro Stunde. Ich weiß echt nicht mehr, was so ein Crescent damals wert war, ne? Weiß ich nicht mehr. Ja, der Spot war auf jeden Fall funny. Okay, du. Oh, ich hab einen Stein.
Ein Ring. ich wäre hier fertig, by the way. Ich weiß nicht, wie es dir hier geht. Bist du auch fertig? $50 Mille. Na gut, er ist jetzt wieder gestiegen, ne? Oder war er zwischendurch so auf 35 Mille runter? Glaube ich. Ach, siehst du, den neuen Batman habe ich mir immer noch nicht angeguckt. Weil du meintest ja letztens, das ist auch ganz nice, den habe ich immer noch nicht angeguckt. Voll vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, was du da APDP damals brauchtest. Das ist so lange her schon wieder. Bei den Rotations, ja, locker. Hatte damals schon nicht wirklich gereicht, der, wenn du ein bisschen mehr AP hattest. Könnte man echt mal wieder ausprobieren, so just for fun. Auf den alten, aufs Plateau gehen. Was? Wer ist denn Shorty Mac Knee Knick oder Knee Kick? Was ist das denn? Ich gönne meinem Uni mal Auslauf. Deinem Uni? Der Unicorn, okay. Alles klar. Jetzt macht das Sinn mit dem Uni. Uni? Hä? Was für Uni? Es gibt keinen Lernplatz. Shit. Nur weil ich hochschreibe. Warte mal kurz. Gott, wie war das noch? Warte mal. Mein Inventar ist so voll, ne? So. Was bei dem? Ne, Schrottgang. Port nur laufen. Ich hab grad keinen leeren Platz. Ich brech grad so ein bisschen. Ich kann auch porten ruhig. Ich hab eh genug. Laufen? Ja, wir können auch laufen. Mir ist es wurscht. Wir können auch zurücklaufen. Let's go. Ich sehe ein Portal. Hystria ruft nach mir. Hystria, bald bin ich wieder dein. Mit dieses Schreien aus dem Untergrund, das sind die Hystria-Mobs, die nach meiner Dicke rufen. Ja, mein Inventar sieht echt beschissen aus. Ich habe einfach keinen freien Platz. Ja, gut. Schwierig. Ja gut. Ich glaube, ich muss noch meine ganze Goldbahn hier auch wegbringen, die ich hier so habe. Ah ja, gut. So, lass mal kurz gucken. Wie braucht man hier 30 Punkte? Dann hätten wir auch SCM. Sind wir bei
1600 eigentlich gut geskillt bei der Drakan oder bei 1.8? Ich hatte die Frage vorhin schon mal gestellt, aber ich weiß gar nicht, ob da jemand drauf geantwortet hatte. Das ist ein Teil, was der Neuro. Achso, das ja. Achso, jetzt habe ich jetzt Streamer, die sie jeden Tag beobachtet. Wollte ich ihnen nur dafür danken, dass sie eine Inspiration für uns alle sind, meine Freunde und ich. Haha, mein Scherz. Wir alle wissen, dass hier drin ein Wurstfest ist. Ein Wurstfest? Du Wurst. Leon hat mir nochmal geschickt, was von der Bot nicht richtig vorgelesen hat. Wenn Shift E weglässt, soll es gut sein. Aber ist es dann zwingend notwendig, dass ich Shift E wegskille? Ich meine, gut, das sind 110 SP, aber. Ich dachte, ich meine Putz ausgepackt war. Das Kill ist kacke. Nutzt auch Shift E oft, aber ich glaube, im Verhältnis ist C tatsächlich schneller als Shift E. Also von meinem Gefühl her zumindest. Zeig meine Dingspots ausgepackt, ne? Vielleicht so schlau bin. Huch, Entschuldigung. Ich hatte einen Wutanfall. Warte kurz. Ich muss eigentlich hier zoomen. Da. Du musst Shift eh nur richtig kombinieren. Ach, passt schon. Kommt raus. Ich sag nicht, dass Shift eh generell langsam ist. Ich sag aber, vom Gefühl her fühlt es sich so an, als wenn 10 ein bisschen schneller wäre. Muss da weniger lila reinmachen. Das ist ein bisschen zu pink. So, wir questen ab jetzt so, ja? So. Oh mein Gott. Stell dir vor, du würdest die ganze Zeit so spielen, ne? Ich würde richtig einen am Rappel bekommen. Boah. Das bin richtig schwindig, Mann. Wenn ich Lüge mit ihrer Dicke sehe, habe ich eine Melodie im Kopf, die geht. Da, da, da. Dumm, da, dumm, dumm, da, dumm. Da, 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 da. Dumm, da, dumm, dumm, da, dumm. Jetzt müsste ich wissen, welche Melodie das ist. Also, ich hätte eine andere Melodie im Kopf, aber. Die sagt mir gerade gar nichts, die Melodie. Nee. Das passt nicht, was ich da im Kopf habe. Und der Film. Batman, meinst du? Batman. Nein, du meinst Dings, ja. Star Wars. Der einzige mit Atemgeräuschen und schwarzen Helm, der mir einfällt. Ich dachte, ich trigger dich ein bisschen. Was ist so von Star Wars, Peter? Also ansonsten würde mir kein anderer einfallen mit schwarzem Helm und Atemgeräuschen. Schüttelt den Kopf und seufzt. Ach, nicht so, Lin. Ja, Luga ist der Schatten, der die da durchflattert. Wobei ich muss sagen, ich habe Luga und Batman noch nie gleichzeitig in einem Raum gesehen. Ich weiß es nicht. Batman.
Jetzt sei doch nicht so. Hast du jetzt Arihazas Stadt angenommen? Ich weiß nicht, was du gerade vorhast, Dustin. Ich folg dir einfach mal. Guck mal, wir sind siamesische Zwillinge. Oh, jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt Arihaza gerade angenommen. Was ist nicht, Madman? Ich gleich geflamed werde, weißt? Ach komm her, der Rotz kann weg. Mit Magiemesser habe ich ja wirklich mehr als genug. Wo willst du nur gerade hin? Ich hätte jetzt hier Höhleneingang noch zur Burg und ich habe vorne Arihaza angenommen. Soll ich Arihaza abbrechen oder? Fast Snake. Ohne Leerzeichen dazwischen. Wenn ich Luga am Stream sage, dass sie erschrecken ist, weißt du, was sie mir macht, dann singt sie auf der Lauer, auf der Mauer liegt die kleine Luga. Ich bin gar nicht so gemein. Schau, ich hab Zöpfe, ich bin lieb. Warte, Snake, ich mach das einmal richtig für dich. Oh. Wenn ich nicht Top aktiviert habe, dann hast du sie. Einmal. Nein, gar nicht. Nur wir Momo raus, bis später. Okay, bis später. Ich folgte, glaube ich, schon. Oh, wie stolper ich denn hier, oder? Weiß nicht, warum ich dich anbumsen sollte, aber ich hab's einfach mal gemacht. Komisch. Hab meiner Momo gerade gesagt, schau Luga nun, dass sie zittert im Körbchen, sehr seltsam. Jetzt tu doch nicht so. Bist du nur mal voll nett? Was denn, du bist ein Arsch zu mir, dann bin ich ein Arsch zu dir. Aber das ist ja ganz normal, glaube ich. Das ist doch ganz normal. Jetzt sitzt sie zittert im Köpfchen. Also meiner macht hier einen Seestern links neben mir und pennt. Mein einer. Ich weiß gar nicht, wo der Kleine ist. Ach, aus dem Netz sein kam der Ausdruck, so spürt man die K-Duo. Schöner Schmetterling. So spürt man die K, du schöner Schmetterling. Leider steht nicht in deinem Stein, aber der liegt immer auf dem Rücken und macht immer die Pfoten von sich weg. Du bist ein wunderschöner Schmetterling.